Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Dark Dragon and the Sword of Light. Wir sind hier stehen geblieben in Kapitel 9. Ich weiß allerdings nicht mehr so wirklich, worum es hier wirklich ging. Also ich meine nicht, worum das Spiel so ungefähr geht und worum das Kapitel geht, sondern in welcher Situation wir hier gerade gesteckt haben. Das war eigentlich gerade meine Frage. Ich glaube, Marv kam gerade den Typen hier zu Hilfe. Den da. Und hier unten ging auch ein bisschen was ab, wie man sehen kann. Okay. Gut. Ja, sorry erstmal, dass ich das letzte Part so ein bisschen komischeren Sound hatten. Der war ja echt ein bisschen blöd. Aber das lag daran, dass ich, wie schon gesagt, das hier neu machen musste, also nochmal neu aufnehmen musste. Ach Quatsch, ich habe ja, mir ist ja durch Raps das Ding hier, der Emulator, irgendwie kaputt gegangen und deswegen habe ich danach gesagt, lade ich mir einen neuen runter und da habe ich eben vergessen, den Sound noch runterzustellen und deswegen ist das Sound jetzt hier eben so unglaublich laut gewesen in den letzten drei Parts. Aber ich hoffe mal, ja, dass jetzt nicht mehr so ist. Ich habe jetzt auch den Sound ziemlich runtergestellt und auch einige Tests gemacht. Aber wie immer könnt ihr natürlich auch sagen, ob euch das Ganze gefällt oder nicht. Ach, Doga. Doga hat eigentlich genügend gelevelt, muss ich mal so sagen. Wer sich erinnern kann, den letzten Kapitel, der hat schon Level 12. 20 Level gibt. Ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel auch so ist. Aber jedenfalls war es in allen späteren Fire Emblems so, dass es bis Level 20 geht, außer bei Manaketen und Targold, bei denen geht es auch bis Level 30. Ein Waffenlevel, ein Speed und ein HP, nice. So, jetzt kann ich auch mal unsere Manakene Banutu angreifen. Und ja, und jetzt haut sie hier richtig einen raus mit Fire. Ihr werdet gleich sehen, da wird jetzt hier zum Drachen. Boah, voll fett, ey. Und geh weg, Mann. Oh, voll krass. Aber er darf nur einmal angreifen. Und eigentlich war das eher dumm, was ich gemacht habe, denn ihr müsst wissen, Manaketen sind anfällig gegen Bogenschützen. Weil sie eben auch sozusagen Drachen sind und fliegen und ja, so weiter und so fort. Nee. Deswegen würde ich sagen, einen von denen kann ich noch ausnocken, aber der andere wird noch am Leben bleiben. Aber ich denke, eine Pfeilattacke sollte er einstecken. Zur Not habe ich wie immer ein Safe State gemacht. Ja, halt dem nicht so sein wird. Boop. Level 6 für Kane. Oh, der ist aber ein bisschen untergelevelt, oder? Level 6? Ich weiß nicht, wie lange haben unsere Einheiten gerade so? Ich hatte gedacht, die hätten so 9 und 10 und so. Okay, warte, der Level 1. ja, den haben wir ja dieses Kapitel erst bekommen. Ja, hier Level 8. Der hier hat Level 5. Der hat Level 12. 4. Ja, okay, der hat Level 1. Das ist logisch. Level 6. Level 4 erst. Wow. Aber die hat wahrscheinlich ja Level 9. 3. 7. Und 13, wow. Und wer ist das hier? Hadin. Er hat auch Level 9. Ja gut, Hadin. Dann würde ich sagen, was ist das für ein Typ hier? Was hat denn der für eine Waffe? Oh, der hat die Teufelsaxt. Er hat die Teufelsaxt, oder? Da würde ich sagen, mach ich kurz ein Safe Steady auf den Nummer 6. Und greift den mal an. Jo. Hadin, würdest du ihn bitte angreifen? Attack, Stil. Weil der trifft nicht gut mit seiner Teufelsaxt. Okay, der trifft nicht so schlecht. Aber ihr seht schon, der macht verdammt viel Schaden, wenn der trifft. Das ist der Scheiß daran. Aber er trifft nicht. Und das nur mal an der Teufelsaxt ist, der kann sich auch selber treffen. Na, wenn er sich selber trifft. Ja. Ist natürlich richtig am Arsch, dann fügt er sich mit seinem eigenen Zug eigenen Schaden zu und wir können ihn dann auch noch mal attackieren.
Also ja. Hat er sozusagen richtig fett reingekackt, wenn man das so sagen kann. Okay, Marv, du gehst mal hier hin, bitte. Wo ist es? Sure. Sir. Ich bin Georg. Ich bin der Sniper von Akania. Nach dem Kämpfen von Pales, ich war gezwungen. Ne, captured. Was heißt captured? Keine Ahnung, irgendwie gefangen oder sowas. Oder aufgenommen bei Dur-Hua. Ich bin dann wieder geflohen. Ja, wahrscheinlich heißt es gefangen genommen. Also er wurde halt von den Typen in Dur-Hua gefangen genommen und ist danach schnell geflohen. Als ich gehört habe, dass die Prinzessin Nina euch angeschlossen hat, habe ich hier auf euch gewartet. Ich werde euch mit Hilfe meiner Bogenkünste helfen. Oh, hier ist Sniper, den haben wir auch. Eigentlich glaube ich gar nicht einen Sniper, ne? Okay, schauen wir mal nach, was er drauf hat. Oh, er hat einen Silberbow, würde ich sagen. Hammer geil und schieß ab. Bäm, Alter. Georg, Alter. Cool, Georg, naja, der hat halt erst Level 1. Das ist ein bisschen scheiße. In späterer Feierabend und die dann nachher auch schon mit höheren Leveln, als immer nur mit Level 1. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen kacke, ne? So, Darus, mein Freund, könnte angreifen, aber ich lasse es mal lieber. Denn wie wir alles wissen, passiert ja relativ schnell. Und ja, wenn es der letzte Gegner wäre, würde ich es machen. Aber hier sind ja auch noch zwei von den Axtypen. Ein Magier. Und hier hinten der Typ hier. Manu. Boah. Ja. Den machen wir dann am Ende des Kapitels kalt. Ja, Riff. Oh ne, der ist doch Clark, oder? Ne, dich heilen. Cleric heißt er. Oder? Ne, der heißt Riff. Riff Tersen kenne ich von Star Wars, aber sonst. Sonst kenne ich da niemanden, der Riff heißt. Ich denke, der Bogenschütze wird jetzt Star Wars angreifen. Oder die Manakete, das kann auch gut sein, weil er gegen die Manakete effektiv ist. Das weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen. So, der macht hier mit seinem Thief erstmal die Tür auf. Zack, Mann. Okay, Cashem. Der Hauenzer, ja, der ist eigentlich nicht so scheiße. Und der kann ja auch noch gelevelt werden, Wendel, ja? Ihr seht's ja. Level 4 hat er gerade mal. Und die werde ich auch brauchen gegen den Typen hier, ja. Ach, eigentlich hätte ich dann meine Rakete Resistenz erhöhen können mit Wendel und danach. Das war jetzt dumm von mir. Das war jetzt dumm von mir. Scheiße. Ja, da hätte ich schlauer agieren können, fällt mir gerade auf. Aber naja, jetzt ist zu spät. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was der Gegner drauf hat. Okay, sie greifen alle an und zwar wen? Die Manakete. Nein, sie greifen nicht die Manakete an. Wie dumm von ihnen. Wahrscheinlich würden sie gegen die Manakete richtig verlieren. Aber ich hätte gedacht, der Gegner macht die Strategie alle gegen die Manakete. Hat er aber jetzt gelassen. Finde ich gut. Jetzt kommt der nächste Depp. Wo geht der hin? Okay, der greift mit seinem Handding jetzt an, damit trifft er erst recht nicht. Also der zweite Balken ist aber die Treffwahrscheinlichkeit. Und ihr seht, die ist sowas von gering, da kann gar nicht gescheit treffen. Und hier will sich jemand mit Hardin anlegen. Ich würde sagen, das kann er gleich vergessen. Ja, ihr seht schon, Hardin ist so fett. Der weicht einfach kurz aus und schlägt ihm zweimal seine Startklinge rein und danach hat er überhaupt keine Chance mehr. Ja, das war's für ihn. Okay, wer ist das? Wieder so ein Typ. Ja, den Bogenschützen werde ich ein bisschen weiter nach hinten platzieren. Ich wollte ihn nur mal ausprobieren und der kann eh nicht getötet werden von einem Dieb. Also ja, wozu Angst zur Sorge. Aber hier wird unser Dieb angegriffen. Aber der gute Riff kann ja heilen.
Boah, das ist aber ganz schön stark gegen unseren Dieb. Aber das ist klar. Wo wollen die hin? Der greift die Malakese an. Ne, tut er nicht. Okay, das wäre aber auch dumm gewesen. Denn die Malakete ist ziemlich stark. Ah ja, ihr seht schon, die haben alle Schiss vor meiner Malakete. Die eben richtig fett ist. Gutle, was machen wir jetzt? Ich schaue erstmal, was ich hier machen kann. Und danach geht's nach oben. Oguma wird wahrscheinlich in der Lage sein, diesen Typen hier auszunocken, oder Oguma? Mit deinem Eisen, ja, das passt schon. Der ist down. Getroffen. Und daneben. Und nochmal treffen. Los, los. Yes, man. Down der Assi. Ah ne, oberster Balken ist Trefferwahrscheinlichkeit. Sorry. Unterer, zweiter Balken ist die Wahrscheinlichkeit, ist die Stärke unseres Angriffs. Und der dritte Balken ist, ist die Crit Chance. Okay. Manakete hat was kassiert. Ne, hat sie nicht. Dann mache ich kurz noch einen Save State. Und zwar so ein Quickie hier auf Nummer 6. Nice. Ja, der Typ hier wird jetzt erstmal gegen den Zauberer angreifen und der richtig fett weghauen. Mal schauen. Ja, ist jetzt schon, der macht uns so gut wie gar keinen Schaden und wir hauen ihm richtig einen rein. Oh, 14 Schaden. Ja, da kann er mit seinem Eis hier nicht viel anmachen. Oh, aber wenn er zweimal angreift, dann schon. Oh, das war jetzt nicht, ne? Da hat er einiges raushauen können. Aber der gute Abel, ach, der ist auch schon Level 8. Oh, haben wir hier irgendjemanden, der noch einen hohen Level braucht? Daraus, ja, daraus kann man den Typen hier angreifen, ne? Aber nicht von der Seite, weil sonst kann kein anderer mehr gut angreifen. Mach das doch mal von hier daraus. So. Attack mit seiner Eisenachse, der wird sie auch treffen. Okay, ist gar nicht so scheiße, die Trefferwahrscheinlichkeit. Und er trifft auch. Macht 10 Schaden, der Gute. Leider nur einmal. Na gut. So, wer braucht sonst noch hier EP? Du hier. Eigentlich kann der Dieb selber den finishen, oder? Ja, das wäre geil. Das wäre auch mal episch. So, Attack. Mit dem Baugun. Die ist nämlich relativ gut. Ist dann nicht so stark, aber trifft dafür besser. Nein, er finisht. Mann, der sollte gar nicht finishen. Oh Mann. Egal, ich kann die Erfahrungspunkte auch gut gebrauchen. Ja, ich wollte eigentlich, dass mein guter Jillian den Typen finisht, aber war nichts. Ne? Okay, wir haben Goddess bekommen. What would you like to do? Ja, ich würde jetzt mal in Storage. Mhm. Da können wir es danach rausnehmen, wenn wir das brauchen. Gut, Kane hat ja erst ein niedriges Level gehabt. Hat der Typ da im Weg rum? Oh nö. Kann ich irgendjemand hinkommen mit einer Fernangriffwaffe? Ja, gut. Dann würde ich sagen, Wendel erledigt den Typen hier. Muss er nämlich, weil ansonsten tötet der Zauberer am nächsten Zug unsere Manakete. Und das möchte ich ja nicht riskieren. Aber Wendel ist zu cool und deswegen ist der Typ down. Und Wendel hat Level 5. Ja, obwohl er so ein niedriges Level hat, ist er schon richtig gut. Das ist ja so geil irgendwie. Jetzt hat er noch ein paar gute Werte dazu bekommen. Ja, du könntest ja mal seine Werte ansehen hier. Der hat zwar weniger Stärke, aber dafür ist er richtig schnell, also weicht echt gut aus. Und ja, ein hohes Waffenlevel und auch sonst, jetzt seine Verteidigung ist gut. Resistenz ist leider scheiße, aber was will man machen? Okay. Eigentlich denke ich, werde ich die da hinten nicht trainieren. Auch wenn sie Sniper ist. Sniper ist ja eigentlich Scharfschütze, das heißt, sie ist schon weiterentwickelt. Ist doch eine sie, ne? Ja. Ich denk mal. Aber trotzdem werde ich sie nicht benutzen, denn
Zwei Bogenschützen genügen mir eigentlich. Ach scheiße, wie soll ich das... Oh Mann. Jetzt habe ich irgendein Zeug wieder gedrückt. Ja gut, zerstör den Typen hier. Hat ihn. Leider habe ich keine Silberlanze. Wie heißt der Ding jetzt? Kein Langschwer. Das ist echt scheiße. Na gut, der erste Typ ist down. Weil hat ihn so cool ist und einmal alle weg. Basht. Oh, was ist das für einer? Level 3. Der kann man gar nicht wissen. Level 13, ja. 13. Und der Raffier wird dich zerstören. Zack. Ey, wie konnte der ausweichen? Nein. Zack. Oh. Du Arsch, was gibt's zurück? Ah, so ein Mist. Er hat's einmal getroffen. Aber wir haben so viele KP, das schaut uns mal überhaupt nicht. Stattdessen geht Jagen nach vorne. Unser richtig fetter Rittermeister. Hat der wenigstens einen Langspeer? Nee, auch nicht. Alle haben keinen Langspeer. Das ist aber ziemlich schade. Ja gut, da kann hier noch Marriage nach vorne. Und Kane hat ja viele Leben. Genügend, oder? Wer kommt denn da noch? Ja, die Typen sind eigentlich nicht so stark. Und ich kann ja auch noch mit Riff heilen, wenn der jetzt zu viel Schaden nehmen würde. Aber ich denke eigentlich nicht, dass er viel Schaden nehmen wird. Da unser Gegner ein Pirat mit einer Axt ist und gegen diese sind wir eben sehr effektiv. Ihr seht, der hat keine Chance. Und wird richtig hart ausgenockt. Aber was will man machen als Pirat, ne? Wenn man nicht kann. Da kann man halt nichts. Gut, Gegner war schon zu... Okay, der verpisst sich. Ja gut, der soll herkommen. Der auch. Es zieht sich wohl jetzt alle zurück von den Piraten, weil sie gemerkt haben, dass sie von uns aus dem Maul bekommen. Ja, das gefällt mir natürlich eher weniger, aber wenn sie meinen, danach gibt's halt... Müssen wir sie eben erst richtig vernichten. Jagen ist ja fast tot, das wusste ich gar nicht. Ach, die wollen sich heilen lassen vom Heiler. So läuft der Hase. Ich schau gerade, gibt's irgendwo noch, ja, da drüben ist eine Truhe. Die werde ich nicht bekommen, denke ich. Denn der Dieb wird da schneller sein. Weil ich habe halt nur einen einzigen Dieb und der ist hier oben am Werk. Und ich kann ja nicht so schnell nach unten kommen, ohne Pegasus-Einheit. Und die habe ich ja nicht verloren, aber ich habe sie nicht trainiert, weil ich fand sie nicht so gut. Erstmal 15.000 Gold Gestenz, das ist natürlich sehr gut, denn wir brauchen jetzt wieder Geld. Gold, Geld, wie auch immer. Da wir ja den letzten Part oder den letzten Part eingekauft haben. Wer sich daran erinnern kann, der wird das wissen. Ja. Gut, wer haben wir hier? Jagen mit... Achso, der hat schon viel. Das war Hardin. Das war Hardin. Ja, aber kein Wunder, der wurde auch die ganze Zeit angegriffen. Also, ich sag mal... Das ist jetzt nicht so verwunderlich. Gut, der Typ da steht mir im Weg rum. Wie viel Leben hat denn der? Volle. Ja, Marv, kannst du irgendjemanden angreifen? Nee, der kommt nur ein bisschen hin. Gut. Vielleicht kriegt HD den Typen hier ausgenockt. Das wäre natürlich super. Ja, 11 Schaden, der ist down. Mhm. Nice. Schön hat ihn. Schön, schön. Ja, ich sag ja, die Einheit gefällt mir echt sehr gut. Vor allem, weil sie jetzt schon Level 11 hat. Ja, ihr seht schon, die Einheiten, die ich wirklich oft benutze und so weiter, die haben halt auch schon ein hohes Level. Und die ich halt nicht benutze, eher weniger. Ja, da kann ich ja auch den Typen nochmal angreifen. Wieso nicht? Wie viel Leben hat die? Wie viel hast du? 24. Das genügt. Naja, dann würde ich sagen, lock ihn aus, den Typen. Oh, bam. Ja, wie schon gesagt, unsere Einheit hier ist weiterentwickelt.
vielleicht nehme ich sie auch. Doch, ich denke, ich nehme sie sogar. Weil dieses Spiel ist einfach bockschwer und da brauche ich ein paar weiterentwickelte Einheiten jetzt schon. Ich kann sie ja nachher wieder rausnehmen, aber vorerst werde ich sie, denke ich, benutzen, da sie wirklich ziemlich stark ist. Ach, Schaden. Achso, ich sehe gerade, der Part ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Dann würde ich sagen, ja, beende ich dann nochmal an der Stelle. Im nächsten Part schauen wir danach hier weiter, ja. Vielleicht schaffen wir dieses Kapitel auch abzuschließen, wovon ich eigentlich ausgehe. Ich meine, das ist ja alles, fast alles geschafft. Nur der Typium muss aufs Maul kriegen und das war's ja. Ja, dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ciao.